In einem YouTube-Kommentar hat uns neulich jemand gefragt, ob Coding-Jobs eine Zukunft haben. Es gibt ja mittlerweile Plattformen und Baukastensysteme wie Wix, Jimdo, WordPress, Shopify, ClickFunnels und noch viele mehr, mit denen du auch wirklich ganze Webseiten und komplette Online-Shops selbst als IT-Laie erstellen kannst, ohne eine Zeile Code, und das Ganze dann auch individuell anpassen kannst. Wozu braucht man also noch richtig gute Softwareentwickler? Das ist eine wirklich gute Frage. Und gerade wenn man auch die Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz mit einbezieht, dann kommen einem schnell Fragen wie: Warum werden Softwareentwickler wirklich überall noch händeringend gesucht? Warum sind die Gehälter von Softwareentwicklern immer noch so hoch? Und warum gibt es noch so einen starken Fachkräftemangel im Bereich Softwareentwicklung? Und wie wird sich das Ganze in Zukunft weiterentwickeln? Ich denke, wir haben eine sehr interessante Perspektive auf dem Markt, denn mein Job ist es ja, Leuten, die Programmieren gelernt haben, dabei zu helfen, einen Job als Softwareentwickler zu bekommen. Und das heißt, wenn du dich für die Zukunft des Arbeitsmarktes als Softwareentwickler interessierst, dann ist dieses Video für dich. Also, wie sieht die Zukunft des Arbeitsmarktes für Softwareentwickler nun aus? Um das zu verstehen, müssen wir erstmal in die Vergangenheit schauen und verstehen, was bisher passiert ist und wie sich das auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt hat. Früher, wenn du Programmieren lernen wolltest, musstest du eine Low-Level-Programmiersprache lernen, zum Beispiel die Programmiersprache C. Und da hat es einfach sehr, sehr lange gedauert, bis du auf ein Niveau gekommen bist, auf dem du dann auch schon wirklich gute Software bauen kannst. Und auch danach ist es weiterhin sehr, sehr anspruchsvoll gewesen und auch die Softwareentwicklung hat sehr, sehr lange gedauert. Und dann kam eine Revolution in der Softwareentwicklung. Dann kamen auch High-Level-Programmiersprachen, Skriptsprachen, sowas wie Python oder JavaScript, das wirklich dafür gesorgt hat, dass du Programmiersprachen auch sehr, sehr schnell lernen kannst und auch sehr, sehr schnell neue Programme entwickeln kannst. Das, was du vielleicht früher als Programm mit C in einer Woche bauen konntest, kannst du mittlerweile mit JavaScript an einem Nachmittag bauen. Damit du einen Eindruck bekommst, wie groß hier wirklich der Unterschied ist, zeige ich dir mal, wie man mit C das einfache Programm Hello World schreibt. Nämlich genau so. Und mit JavaScript sieht das Ganze so aus. Man braucht nur noch eine Zeile Code. Das heißt, man hat jetzt viel, viel mächtigere Werkzeuge, mit denen man viel, viel schneller Software produzieren kann und die man sich auch viel, viel schneller aneignen kann. Das heißt, instinktiv müsste man jetzt sagen, dadurch, dass man mächtigere Werkzeuge hat, braucht man viel, viel weniger Softwareentwickler, oder? Klingt logisch, aber genau das Gegenteil ist passiert. Es gab einen richtigen Domino-Effekt in die andere Richtung und die Nachfrage nach Softwareentwicklern ist regelrecht explodiert. Und das Ganze lag daran, dass Unternehmen nun eine viel niedrigere Eintrittsbarriere hatten, um ihre Probleme mit Software zu lösen. Es war für die Unternehmen viel, viel einfacher, nun Software zu schreiben, um Wert zu schaffen, um effizienter zu werden. Und dann kamen auch diese ganzen Booms, die wir alle kennen. Der Internetboom, Mobileboom und so weiter. Dadurch, dass es so viel günstiger geworden ist, Software zu bauen, sind auch ganz viele neue Unternehmen entstanden, die sich auf Anwendungssoftware konzentriert haben. Zum Beispiel Facebook, Airbnb, Spotify, die ganzen App-Unternehmen. Und dadurch hat sich vor allem auch das Leben von Softwareentwicklern richtig verändert und der ganze Tech-Boom war dadurch erst möglich und es sind massiv Jobs für Softwareentwickler entstanden. Übrigens, neben den moderneren Programmiersprachen haben auch Frameworks, also Hilfsgerüste zum Bau von Software, wie zum Beispiel Angular für JavaScript oder Django für Python, ihren Anteil an dieser Entwicklung, dass man Software wirklich schneller bauen kann, schneller testen kann und dann auch wieder schneller verbessern kann. Und dadurch hat sich auch ganz stark das Leben von Softwareentwicklern bzw. deren Arbeit verändert. Und zwar ist es so, dass man mittlerweile nicht mehr jede Komponente selber bauen muss, sondern man hat Unmengen von Libraries, also Bibliotheken, auf die man zurückgreifen kann, gefüllt mit Code, den andere Leute geschrieben haben, der x-mal getestet wurde, auf den man sich verlassen kann und kann mit diesen Code-Schnipseln viel, viel schneller mächtige Software bauen. Der nächste Schritt ist,
dass Low-Code- und No-Code-Anwendungen immer wichtiger werden. Denn mit diesem Baukastensystem können auch IT-Laien selber Software bauen, zum Beispiel Webseiten, zum Beispiel Online-Shops oder auch komplexere Business-Apps bis hin zu ERP-Systemen. Und auch das wird dazu führen, dass die Eintrittsbarrieren und die Kosten für Unternehmen, ihre Probleme mit Software zu lösen, deutlich sinken. Es gibt jetzt viel mehr Unternehmen, die sich zum Beispiel einen Online-Shop leisten können. Denn du musst nicht mehr 100.000 Euro an eine Softwareagentur zahlen, um die erste Version deines Online-Shops zu haben, sondern du kannst doch einfach die erste Version selber bauen. Und das Ganze wird einfach dazu führen, dass es einen sehr starken Digitalisierungsschub gibt, denn es betrifft nicht nur Online-Shops, sondern einfach alle Softwarebereiche. Und was passiert, wenn es einen Digitalisierungsschub gibt und viel mehr Unternehmen dann auch auf die Idee kommen, die Software mehr für sie anzupassen und zu erweitern? Ja, genau, man braucht wieder Softwareentwickler. Paradoxerweise wird es wahrscheinlich also so sein, dass die Nachfrage nach Softwareentwicklern in Zukunft weiter steigt, und zwar aufgrund dieser neuen Plattform. Meiner Meinung nach werden dann vor allem zwei Arten von Softwareentwicklern extrem gefragt sein. Als erstes der Generalist, jemand, der sowohl das traditionelle Coden richtig gut versteht, als auch die neuen Plattformen versteht und ihre Einsatzmöglichkeiten kennt und das Ganze dann auch kombiniert und aus der Softwarearchitekturperspektive sieht und das Ganze auch aufsetzt. Und auf der anderen Seite wird es einen sehr, sehr großen Bedarf an Spezialisten geben, die diese Plattform sehr, sehr gut aufsetzen können, aber auch erweitern können, abändern können und damit wirklich extrem gut umgehen können. Wir sehen das heute schon, es gibt ganz viele SAP-Entwickler, die gesucht werden, Shopify-Entwickler entsteht gerade, Salesforce-Entwickler, also alles Entwicklerpositionen, die sich auf eine bestimmte Plattform spezialisiert haben. Und genau diese Entwickler, die würde man auch nehmen, wenn man jetzt selber bei sich SAP aufsetzt und einen Entwickler braucht, dann nimmt man dafür auch den SAP-Entwickler und jetzt nicht jemanden, der aus einem anderen Bereich kommt. Was kannst du also machen, wenn du am Anfang deiner Karriere stehst und gerade programmieren lernst? Du kannst dich freuen. Du kannst dich freuen auf ganz viele mächtige Tools, die dir das Leben als Softwareentwickler in Zukunft nochmal leichter machen und mit denen du noch schneller mächtige Applikationen, mächtige Software bauen kannst. Und ganz wichtig, die Basics, die werden immer wichtig bleiben, dass du die sehr gut drauf hast, dass du die sehr gut verstehst und konzentriere dich erstmal darauf, diese Basics super zu erlernen. Und was kannst du machen, wenn du jetzt schon ein bisschen mehr Erfahrung hast in der Softwareentwicklung? Dann würde ich sagen, schau dir einfach mal eine dieser Plattformen an, die dich interessiert. Das kann SAP-Produkt sein, das kann Shopify sein. Arbeite dich da rein und überleg, wie kann ich mich hier auch gut positionieren als Entwickler in dieser Nische? Und dann kann ich dir garantieren, dann hast du wirklich eine super Zukunft vor dir als Spezialist. Du wirst sehr gefragt sein und du kannst dir in Zukunft deinen Job dann aussuchen. Wenn du außerdem gerade dabei bist, Programmieren zu lernen, schau gerne auf unserer Webseite vorbei. Trag dich ein für ein kostenloses Beratungsgespräch, denn wir bieten eine Weiterbildung an, wo wir dich, wenn es sein muss, von den ersten Zeilen Code bis hin zu dem Job als Softwareentwickler bringen. Das Ganze ist mit Disziplin und harter Arbeit verbunden, macht aber auch wahnsinnig viel Spaß und es lohnt sich. Softwareentwickler ist einfach ein geiler Beruf und deswegen geh auf unsere Webseite, trag dich gerne ein und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.